Die Genoveferburg, ein Ort im Sommer, bei dem einem ein kulturelles Top-Angebot geliefert wird. Ein Ort, den es sich nicht nur zu besuchen lohnt, sondern bei dem man eine Zeitreise in die verschiedensten Jahrhunderte erleben kann. Der neue Intendant freut sich schon jetzt. Es ist natürlich ein ganz toller Moment, alle Unterstützer beisammen zu haben, die Stadt, die Sponsoren, vor allen Dingen auch die Spieler jetzt zusammen zu haben. Das ist ein ganz besonderer Moment. Wir Theaterleute sagen ja immer, wir sind eine große Familie. Und als Intendant in Main ist man relativ einsam. Jetzt sind alle da, jetzt ist die Familie komplett. Ich fühle mich pudelwohl und es macht großen Spaß. Die Theaterfamilie in Main ist wieder zusammen und Zeichen für eine erfolgreiche Saison sind gesetzt. Oberbürgermeister Dirk Meitz setzt volles Vertrauen in den neu gewonnenen Intendanten. Ja, so eine Auswahl ist immer ganz schwierig. Ne? Man muss jemanden auswählen und weiß noch gar nicht, was er so bringt, ob er zu Main passt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit Alexander Mayer eine gute Wahl getroffen haben. Er hat einige Dinge übernommen von seinem Vorgänger. Er wird aber dieser Spielzeit und seiner Intendanz hier in Main mit Sicherheit auch den eigenen Stempel aufdrücken, da bin ich ganz sicher. Er hat natürlich seine eigene Stückeauswahl. Wir haben einige Neuerungen, wir haben neues Werbelabel, wir haben unsere Werbemittel etwas umgestellt. Das Logo der Burgfestspiele ist neu, es gibt zum ersten Mal ein Festspielheft rund um die Burgfestspiele. Wir haben ein neues Theaterhaus, das Haus am Markt, wo früher eigentlich nur die künstlerische Leitung war. Da ist jetzt die Verwaltungsleitung mit eingezogen. Die sitzen also jetzt alle unter einem Dach. Und das sind schon mal so einige organisatorische Änderungen. Und ansonsten bin ich sehr sicher, dass wir mit Alexander Mayer eine gute Wahl getroffen haben. Nun müssen nur die Spuren des Erfolges verzeichnet werden. Doch auch da ist der OB zuversichtlich. Naja, der größte Erfolg misst sich immer an den Zuschauerzahlen. Deswegen hoffe ich, dass noch ganz, ganz viele Menschen nach Main kommen, sich die Burgfestspiele anschauen. Ich bin sehr sicher, wenn die Stücke erstmal losgehen, wenn die Menschen davon erzählen, die da waren, dann werden noch ganz viele Interessierte dazukommen. Und am Ende geht es dann letztendlich darum, wie viele waren da. Und ich glaube, wir sollten einfach dem neuen Intendanten eine Chance geben. Aber wie gesagt, ich bin da sehr zuversichtlich. Es sind interessante Stücke. Wir haben in den letzten Jahren in Main immer gute Erfolge gehabt, außer in den Corona-Jahren. Und ich hoffe, dass sich das dieses Jahr fortsetzt. Auf diese Fortsetzung hofft nicht nur das Stadtoberhaupt, sondern auch die Schauspieler. Schon ganz gespannt konnte das Ensemble gestern Abend das ein oder andere genießen und Erfahrungen in Main sammeln. Doch wie bereitet man sich auf die besondere Kulisse in der Genoveferburg am besten vor? Das ist hier wirklich wunderschön zu spielen. Die Burg, das ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre. Wir haben auch direkt am ersten Tag, bevor wir überhaupt auf die Bühne durften, eine Führung bekommen. Wir waren dann oben auch im Bergfried drin und es war echt toll, dann auch die Stadt von oben zu sehen. Und ja, abgesehen von der wunderschönen Kulisse ist auch das Ensemble wirklich toll. Sehr freundliche Mitarbeiter, Kollegen und es macht wirklich Spaß, hier zu sein. Eine traumhafte Kulisse, um Kultur und die verschiedensten Theaterstücke zu präsentieren. Wer sich nun verschiedene Stücke anschaut, wird vielleicht den ein oder anderen Schauspieler wiedererkennen. Also in Brigitte Bardot bin ich diverse Rollen, der Nachbar, der mit der Situation überhaupt nicht einverstanden ist, dann ein überforderter Oberbürgermeister, ein Politiker, der versucht das Ganze so zusammen und Dieter, der unserem Helden quasi Tipps gibt, wie es machen kann und dass er sich zeigen soll und sich nicht verstecken sollte. Stücke, auf die sich das lang ersehnte Warten lohnt. Sollten Sie nun Lust auf ein wenig Kultur in Main erhalten haben, dann können Sie bereits am 5. Juni mit der Premiere von Aschenputtel das erste Stück von vielen berührenden, spannenden, komischen und mitreißenden Bühnenpremieren genießen.